Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zur nächsten Folge von Assassin's Creed Syndicate. Wir sind ja hier immer noch unterwegs und wollen ja diesen komischen, diesen Bürster töten, diesen komischen Laboranten, ne? Und wir brauchen jetzt den Schlüssel, ihr seht es ja, den Schlüssel aufspüren. Der Schlüssel ist natürlich wieder am anderen Ende der Karte. Aber wir kommen da schon irgendwie hin, denn wir sind ja Meister des Parcours. Was kann ich dann eigentlich mit dem Teil hier machen? Nichts. Gar nichts. Es baumelt da so schön rum, ja. Da denkt man, okay, man kann damit irgendwas Cooles machen, aber anscheinend nicht. So, okay, also wir müssen da komplett rüber. Kurz mal unser Auge hier einsetzen. Oh, Alter, die Kette habe ich vorhin gar nicht gesehen, Mann. Da hätten wir natürlich viel geilere Attentate machen können. Als wie die ich gemacht habe. Es ist cool, dass da immer so viele Eingänge sind. Das ist irgendwie cool. Können wir hier rein eigentlich? Nee. Hier ist ein Eingang. Okay. Was machst du denn? Behalt den Schlüssel in der Tasche oder Miss Thorne wird dir die Hölle heiß machen. Lass uns mal nach unten gehen. Ich würde das Artefakt so gerne sehen. Da ist eine Truhe. Sind denn die schon wieder alle? Oh, da unten. Den Schlüssel stehlen. Aber zuerst muss ich hier in die Truhe gucken, denn hier gibt es wieder Geld. Was wir ja unbedingt brauchen, denn man kann ja hier so ein bisschen skillen. Und sich Sachen kaufen. Und deswegen sollte man jede Box, die man findet, jede Truhe, jedes Trüchchen, sollte man auf alle Fälle mitnehmen. Ah, er steht jetzt da hinten. Das ist es nicht wert. Da ist aber noch einer, den müssen wir jetzt ausschalten, bevor wir den Schlüssel stehlen. Du da, bleib wachsam. Pass bloß auf ist da auch noch einer? Nee, das ist ein Arbeiter. Ja, Sir. Den Typen da hinten, den müssen wir killen. Na komm schon näher. Komm schon her, du Penner. Oh, da ist noch einer. Fuck. Mann, Alter, wie schnell die einen hier immer sehen. Das ist echt krass. Oder so. So geht's auch. So, dann können wir jetzt auch schnell den Schlüssel klauen, wenn der Typ sich nicht umdreht. Alter. Leute, kommt. Ah, muss ich gedrückt halten auf jeden Fall. Hab ihn. Aber warum kann ich den denn... Also ich kann ihn ja schon töten, aber was bringt mir das jetzt, wenn ich den nicht töte? Gibt es da vielleicht irgendwie mehr Punkte am Ende? Kann es sein, dass man da einfach dann irgendwie eine bessere Wertung kriegt oder so? Wenn man die nicht killt? Ich weiß es nicht. Irgendeinen Sinn muss das Ganze doch haben, oder? Irgendwie. Oh, hier ist noch eine Truhe. Oh, es gefällt mir schon mal, Leute, echt, dass man hier so ein bisschen erkunden muss, um... mehr belohnt zu werden. Das heißt halt, Geld zu finden, ja. Das finde ich cool einfach. Da wird man ein bisschen gefordert, wirklich alles zu durchsuchen. Und damit es ja sowieso gefällt, das habe ich euch ja schon erzählt, ist das einfach nur geil. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Ah, da unten haben wir ja noch die zwei Kollegen. Ich würde gerne mal einen Doppelkill machen. Aber das haben wir noch nicht gelernt. Wartet mal, wartet mal. Da gucken wir noch mal ganz kurz hier in unserem... Was ist denn das? Kann ich hier irgendwie jetzt auch was skillen? Ich möchte doch gern was... Wie kann ich denn... Warte mal, kann ich das vielleicht... Nee, wie kann ich das... Wie kann ich denn hier was skillen? Datenbank? Fortschrittslogbuch? Kann man da was machen? Fortschrittsanzeige? Das sind nur die Sequenzen, da können wir aber nichts weiter machen. Eigenschaften vielleicht? Nee, doch hier, Doppelkill brauchen wir. Führen Sie eine Multi-Hinrichtung mit zwei Gegnern? Ja, wieso? Hä? Ja, will ich doch, aber es geht doch nicht. Oder müssen wir, ist es wahrscheinlich immer noch so der Prolog, ne? Wir können doch gar nichts wirklich
Jetzt, doch, jetzt können wir. Nee, warte mal, wir müssen hier drinnen sein. Hä, was war denn das jetzt? Da stand doch gerade, dass ich jetzt mit der Taste hier was einkaufen kann, oder nicht? Hä? Fortschrittslogbuch? Und dann stand doch gerade da... War aber Eigenschaften drauf? Nee. Auch nicht. Ja, keine Ahnung. Irgendwie gerade eben stand doch noch da, dass wir da... Ach, kein Plan. Okay. Ah, wir können aber bloß... Wir können bloß einen töten. Aber wir können eine Bombe werfen. Ja, das Ding hat ja voll gesessen, würde ich sagen, ne? Das ist eigentlich eine coole Bombe gewesen. Oh Mann, oh Mann. So müssen wir sie werfen. Okay. Aber trotzdem kein Multikill. Ich glaube, dieses Skill-Dings kriegen wir erst noch. Also diesen Talentbaum sozusagen. Ja, den kriegen wir wahrscheinlich erst noch im Laufe des Spiels. Wenn wir jetzt hier quasi den Prolog freigeschaltet haben. Oh, da hinten sind noch ein paar Fässer. Ist nice. Haben wir noch Messer? Jo, haben wir. Cool. Dann machen wir mal diesen hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann verschwinden wir mal schnell wieder hier hoch und verstecken uns. Ich muss die alle noch ausschalten hier. Ah, da können wir reinspringen. Ja, die Steuerung ist ein bisschen komisch, also da muss man sich echt erst dran gewöhnen. Muss man sich echt erst dran gewöhnen an das Ding. Oh, was haben wir denn hier? Waren wir hier schon drinnen? Nee, hier waren wir noch nicht. Hier geht's nochmal hoch. Wo geht's denn hier hin? Aufs Dach? Oder gibt's hier noch eine Truhe, eine versteckte? Nee, hier waren wir ganz am Anfang, hier gibt's nichts mehr. Also gut, gehen wir wieder runter, gucken, dass wir die anderen Typen dann noch erledigen können. Und dann unsere Reise fortsetzen in das Labor rein. Jo. Komm, komm, komm. Können wir dich auch verstecken hier irgendwie? Los, Mann. Versteck den doch mal. Du geh auch gleich mit rein hier. Olle läuft da hinten. Also den da hinten, den können wir noch schnell ausschalten. Wenn ich hier wieder rauskomme. Jo. Oh, den können wir auch noch plündern. Nice. Und Leute, wie geht's euch? Alles klar? Alles cool bei euch? Alles cool? Da ist wieder ein Eingang. Man wird so ein bisschen... Ah, hier hätten wir auch noch mal Fässer. Was ist das denn? Um einen geheimen Eingang mit Adlerauge aufzuspüren. Ja, da oben wahrscheinlich, oder? Den haben wir doch. Mann, man müsste den viel schneller aufheben können. Ja, das dauert einfach zu lang, dieses Aufheben. Das dauert echt ein bisschen lang, ne? Und den da hinten, den möchte ich auch noch töten. Das müssen wir gleich machen, wenn der sich wieder umdreht, der Typ. Dieser Banause, dieser... Was haben wir denn... Oh, scheiße. Das wollte ich doch gar nicht. Na komm, dreh dich um. So ist brav. So ist brav. Na los. Ob wir noch andere Moves lernen können? Wer weiß. Wäre auf jeden Fall cool. Ah, da gibt es noch einen Geheimgang. Aber hier oben will ich noch mal rein. Denn hier oben gibt es bestimmt noch eine kleine Kiste, die wir mitnehmen können. Bin ich mir eigentlich fast sicher, dass es hier noch was gibt. Mit irgendeinem Sinn muss das ganze Ding hier haben. Was machst du denn hier, Evi?
Vielleicht sehen wir mit einem Auge mehr. Da stehen noch Gegner. Und keine Truhe mehr. Aber hier können wir auf jeden Fall was runterfallen lassen. Wenn ein paar Gegner kommen. Da ist einer. Na komm, bleib stehen. Brav, so ist brav. Das hat bestimmt wehgetan, glaube ich. Das hat bestimmt wehgetan. Ivi, komm. Da unten ist eine Kiste. Da unten ist eine Kiste. Da kommt einer. Da steht auch noch einer. Den nehmen wir gleich mit. Das sind nur Arbeiter. Die haben ja eh nichts zu melden. Und dabei hier hinten aber dann hundertprozentig... Oh, da ist noch... Ach nee, das ist auch ein Arbeiter. Sehr gut. Und anscheinend werden die Truhen dann auch markiert, ne? Wenn man die gesehen hat. Ihr seht es ja gerade auf der Karte. Da ist jetzt so ein weißer Punkt. Also werden die Truhen dann auf alle Fälle auch markiert. Oh, da ist noch einer. Komm her. Komm her. Komm zu Papa. Na los. Ach nee, du komm zu Mama. Genau, komm zu Mama. Ich hab schon ganz vergessen, dass wir hier eine Braut spielen. Jo. Kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Warum redest du plötzlich Englisch? Wir sind doch hier nicht in London. 143, cool. So, okay, wir müssen trotzdem noch auf der Hut sein, denn man sieht die Gegner ja eigentlich erst ziemlich spät. Oh, da ist noch einer. Ist der ja? Der Eingang zu Brewsters Labor. Ja, ja, ja. Da, hier klettern wir mal hoch. Der hat hier nichts versucht. Ich wollte gerade noch sagen, normalerweise müsste der uns jetzt von der anderen Seite sehen. Hab aber gehofft, dass es ein Spielfehler ist. Was natürlich jetzt nicht der Fall war, aber wir können ihn ja so auch töten. Wunderbar. Wunderbar. Der Kräftige ist wieder down gegangen. Verstecken wir nochmal kurz. Vielleicht müssen wir irgendwie nochmal flüchten. Warum auch immer. Guck mal hier. Eine kleine Fotokabine. Ja, es gibt schon ein paar Möglichkeiten hier, um die Leute zu verstecken. Es ist ganz gut. Okay. Ich komme, Baby. Ich komme. Okay. Den Eingang zum geheimen Labor finden. Also die Quest ist immer noch aktiv. Und der Eingang ist direkt hier. Aber kann man hier vielleicht noch irgendwo irgendwas Cooles finden? Ansonsten wäre der Raum hier völlig umsonst eigentlich. Aber es sieht nicht so aus, ne? Also gut, dann fahren wir mal runter. Oder hoch, je nachdem. Aber ich glaube eher runter, genau. Und weiter geht's. Zwei Fähigkeitspunkte erhalten, genau. Jetzt können wir doch endlich mal was skillen, oder? Fähigkeitsupgrades. Verdienen Sie EP, indem Sie Eigenschaften freischalten oder Massenereignisse, Erinnerungen und Aktivitäten abschließen. Pro 1000 EP erhalten sowohl Jacob als auch Evie einen Fähigkeitspunkt, den Sie für neue Fähigkeiten ausgeben können. Erwerben Sie Fähigkeiten, um mit Jacob und Evie höhere Level zu erreichen und bessere Ausrüstung nutzen zu können, okay? Cool. Also, wie geht es jetzt hier? Schleichen, Kampf. Evie, habe ich ja gehört, ist so ein bisschen auf Schleichen spezialisiert. Ich möchte gern diesen Doppelkill. Genau, das Ding möchte ich haben. Also, die scheinen wir schon zu haben. Und das ist das, was wir noch kaufen können, glaube ich, ne? Das Teil möchte ich haben hier. Das ist doch das Geilste überhaupt. Doppelattentat. Den Rest können wir uns leider noch nicht leisten. Was haben wir hier? Das könnten wir auch mal demnächst holen. Und hier, Alarm erlaubt es ihnen, durch Wände zu blicken und gehen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Durch Wände? Das ist auch cool.
Boah, das ist auch Geld, das nehmen wir auch mit, Alter. Brauchen wir nicht mehr da rumtun, ne? Dann haben wir die direkt schon gelootet, wenn wir sie gekillt haben. Das ist nice. Und natürlich, die Punkte. Doppelattentat. Um ein Doppelattentat zu verüben, stellen sie sich hinter zwei hervorgehobene Gegner und drücken sie Viereck. Ja, es ist jetzt so, dass, weil wir zwei Charaktere spielen können, die teilen sich die Punkte. Also ich habe jetzt, wenn ich auf Jacob wechsle, keine Sachen mehr zum Skillen, weil ich die jetzt ja schon mit ihr ausgegeben habe. Finde ich eigentlich ganz cool. Da hat man die Wahl, wen nimmt man. Es ist, dadurch wird das Ganze irgendwie individueller, finde ich, weil man sich mehr konzentrieren muss auf irgendwas Bestimmtes. Das finde ich nicht schlecht. Testen wir das Ding gleich mal. Wunderbar, wunderbar. Gleich gelootet, das ist doch herrlich. So macht es doch Spaß. Da hinten haben wir noch einen Sklaven. Ist der pinkeln oder was? Und übrigens für dich immer noch, Sir. Die Männer sind müde, Sir. Boah, Alter, ich hab schon gedacht. Ich hab schon gedacht, hat uns jetzt schon wieder jemand gesehen. Gott sei Dank sind es nur Sklaven. Komm, dich legen wir mal weg. Flieg! Flieg, mein Kleiner! Okay, wo müssen wir denn hin? Also wir müssen als nächstes unbedingt, wenn wir hier noch was skillen, dass wir durch Wände schauen können. Das ist nämlich, glaube ich, richtig von Vorteil. Da haben wir auch nochmal zwei Leute. Vielleicht sehen die mich nicht. Nö, passt. Eine Klinge in der Menge. Ach, haben wir ja schon gelootet. Wunderbar. Und hier hinten eine Truhe vielleicht? Ja, eine Truhe. Juhu. Sir David Brewster aufspüren. Also wir werden ihn, glaube ich, gleich haben. So viel ist nicht mehr. Alter, wir haben schon richtig Kohle gekriegt, Mann, ne? Wir haben doch auch sowas. Wir haben doch hier auch... Hä? Ach so, da fehlt uns jetzt wieder was. Wir haben doch auch... Ach so, das haben wir mit ihm Check bekommen. Mit Jacob haben wir doch einen Gürtel bekommen. Wie können wir den denn anlegen? Müssen wir mal gucken, wie das geht. Und yep! Es hat nicht so gut funktioniert. Okay. Yes. Jetzt. So. Ja, ein paar Klettereinlagen sind hier auf alle Fälle schon gegeben, ja, das muss man sagen. Oh, da steht irgendwo einer. Oder auch nicht. Ach, die Tante geht auch gern baden. Kann ich jetzt irgendwie rüberspringen? Hä? Ich möchte doch nur hier oben rauf. Ich möchte doch nur auf das Rohr rauf. Komme ich denn da jetzt rauf? Was ist das für ein Quatsch jetzt hier? Komme ich jetzt nicht auf das Rohr rauf hier oder was? Okay. Dann halt nicht. Ich glaube, die wollen echt, dass wir hier von Rohr zu Rohr springen. Und nicht irgendwie zwischendrin dann wieder hochklettern, ne? Was haben wir denn hier noch? Alles so verlassen aus. Edensplitter. Erhöhen Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil, Sir. Sie haben Methorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Sofort. Ein Attentat auf Sir David Brewster verüben. Luftattentat auf Brewster verüben ist, glaube ich, ein optionales Ding, oder? Haben wir hier noch irgendwas? Ich gucke ja immer nach ein paar Tüchchen. Steht wieder einer? Oh, da hinten steht auch einer. Ich hoffe, den sieht jetzt mal keiner hier. Was haben wir denn hier jetzt noch? Wie können wir die jetzt dann hier oben ohne Probleme lautlos töten?
ist denn die jetzt? Nichts aus einer verblassten Erinnerung. Wir waren doch gerade noch zwei. Hier steht einer hier links. Ich glaube, ich warte mal lieber, bis sie wieder herkommen. Es kommt nur einer, der andere guckt. Ah, nicht schlecht. Ja, wirklich cool gemacht, wirklich cool. Okay, die zwei hätten wir auch erledigt. Dann haben wir jetzt unten noch den David. Den alten, guten David haben wir noch. Aber ich will trotzdem noch so ein bisschen nach Truhen gucken. Hier muss da irgendwo noch was sein. Oh nein. Mann, Junge. Mann, Mädel. Mädel, Alter. Lass dich doch mal fallen hier. Bevor die uns sehen. Weil der hat uns schon mehr vergessen, glaube ich, der Macker. Unten ist auch noch einer gewesen. Oh, noch ein Punkt erreicht. Das ist ja cool. Ach, wir haben die ja direkt schon gelootet. Verfügbare Fähigkeiten 6. Ach, der sagt uns auch an, was wir kaufen könnten, wenn wir genug Punkte haben. So, da hinten müssen wir eliminieren. Hier kommen wir garantiert nicht hoch, denn hier ist bestimmt Saft drauf auf der Spule. Da hinten ist er. Hier kommen wir vielleicht hoch. Hier so. Können wir vielleicht... Ob das geht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nee. Aber da hinten. Oh, wow, oh, wow. Oh, das hat wehgetan. Mann. Na los, kletter doch mal hier hoch. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher hier. Wenn die beide rot sind, kann ich dann beide töten? Was ist denn, wenn ich auf ihm eine Rauchbombe werfe, damit ich ihn ausschalten kann? Okay. Ich verstehe das nicht. Ich habe doch eine Rauchbombe geworfen. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Am Ende werden sie mal alle ganz nett und lieb. Leider ist es dann zu spät. Ja, ich glaube auch. Oh, 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 oh. Komm schon, Evi, los, Mann. Das wird dir sonst richtig gefährlich. Oh, wow, 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 wow. Nein. Los, komm. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir sind aber noch nicht entkommen.
Oh Mann, da hätte ich aber Angst, Alter, dass ich da irgendwie eingequetscht werde oder dass ich einfach nicht durchkomme. Dass ich einfach zu dick bin und da nicht durchkomme. Da hätte ich Angst. Aber die Ladies, ja, die schlanken Ballerinas, die trauen sich das. Denn sie wissen ganz genau, sie sind eh magersüchtig und haben nichts zu befürchten. Nee, das mit dem magersüchtig wissen sie leider nicht. Aber trotzdem, Frauen haben eigentlich oft nichts zu befürchten. So. Also es ist wirklich abwechslungsreich. Die Kletterparcours und so, die haben sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Ist ganz cool wirklich. Es ist auch mal wirklich was anderes, weil man hier ganz andere Gebiete auch hat, ja? Nicht einfach nur eine Stadt. Auch in dieser Stadt die Gebäude ganz detailliert, also so als Mission, so wie die hier, ne? So abgeschlossene Bereiche, wo man wahrscheinlich nicht wieder hin kann. Wirklich, wirklich gut gemacht. So, was haben wir hier? Ein einfacher Plan abgeschlossen. Herausforderung, Luftattentat auf Booster verüben. Das haben wir gemacht. Gegner mit hängenden Fässern töten. Das haben wir auch gemacht. Das ist sehr gut. 1075 Money haben wir gekriegt und einen Umhang. Wie wir den anlegen können, weiß ich allerdings noch nicht. Und wir haben ganz gut XP gekriegt, ja. Diese Erinnerung bewerten. Also ich fand das Ding eigentlich geil. Da machen wir mal 4 von 5. Bitteschön. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ einen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London. Wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater. Du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Auf nach London. Ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach.
Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent Acosta. Kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Die musst nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Keine neue Information, das kannten wir schon, auch wenn es manchmal nicht so herrlich funktioniert. Es kann aber auch daran liegen, dass ich das Timing einfach irgendwie verpasse. Gegner werden in Gelb hervorgehoben, wenn sie in Reichweite für einen Reflexschuss sind und in Rot, wenn sie nah genug für ein Attentat sind. Einige glauben, dass es sich bei Excalibur, dem legendären Schwert von König Artus, in Wahrheit um ein Edenschwert handelte. Auf nach London. Whitechapel, London, 1868. Ich habe einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Bei was zugehört? Oi, pass auf! Verzeihen Sie, Sir! Hey! Komm zurück, du räudiger Landfänger! Der arme Junge wollte uns was stehlen und jetzt müssen wir ihn leider töten, oder was? Sind wir ein Kindermörder? Glaub nicht. Eine kleine Einführung hier durch London, ein bisschen umherzurennen. Aus dem Weg! Das klappt ja schon mal recht gut. Wir haben ihn ja fast. Alter, der Junge ist echt flink. Aus dem Weg! Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr, Alter. Der bringt uns bestimmt jetzt zu irgend... Nein, du kleiner Verbrecher! Halt es! Seh mal an. Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet. Lass sie nicht zu Atem kommen. Ja, habt ihr sonst noch was zu sagen, Leute? Boah, cool, Alter, ein Doppelkill. Ja, geil. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Noch viel, viel mehr, glaube ich. Noch viel, viel mehr. Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Alter, ich will doch gar nicht mehr klettern. Und du wirst wieder verlieren. Auf keinen Fall. Komm schon, verzieh dich, Mädel. Das ist meine Stadt. Mein Spielzeug. Mein Sandkasten. Weiß nicht, hier hoch? Keine Ahnung. Na los, komm schon mal, bevor Evie schneller da ist. Los. Oh, fuck. Komm, 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 komm. Oh nein, die Olle ist schneller. Die Olle ist tatsächlich schneller, oder? Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau. Ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green. Zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank.
Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Zarek an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrichtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Outbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Die schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Nein, jetzt sollen wir nicht. Mit dem Aussichtspunkt synchronisieren, oder? Vielleicht doch. Nee, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Diese spannende Synchronisieren heben wir uns für die nächste Folge auf. Leute, hier machen wir erstmal Schluss mit der Folge. Und ja, ich freue mich jetzt endlich hier in London umherrennen zu dürfen, das alles zu erkunden. Das sieht ja schon mal echt fantastisch aus. Sieht wirklich genial aus, Alter. Und ich freue mich schon, dass wir hier eine Gang aufbauen können und so weiter. Also ich freue mich wirklich. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst bitte den Daumen hoch da. Das würde mich richtig freuen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst noch ein Abo da, falls ihr mich noch nicht abonnieren haben solltet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!